Und damit auch. Hallo da, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Ihr hattet im Community-Tab wieder die Möglichkeit, mir eure Fragen zum Thema Star Wars zu stellen. Die werde ich euch auch heute beantworten. Mal schauen, welche das sind. Ja, das war dann wohl der falsche Knopf. Aber die Kommentare habe ich auf meinem Handy. Liebe Freunde, ich bin gespannt, was ihr mir für Fragen gestellt habt. Übrigens, wenn euch das am Ende gefällt und ihr wollt mehr von sowas sehen, gerne einen Daumen nach oben da lassen und natürlich abonnieren. Wir wollen anfangen mit Frage Nummer 1. Die erste Frage, die kommt von iMaxo und der fragt, was war eigentlich deine erste Reaktion darauf, als 2012 Lucasfilm von Disney gekauft wurde? Und ich kann mich noch an diesen riesigen Aufschrei erinnern. Ich persönlich habe mir aber gesagt, eigentlich ist das langfristig gesehen eine echt gute Sache. De facto war es ja so, 2012 hat Disney mit Marvel schon etwas ans Laufen gebracht, was unglaublich gut funktioniert hat. Und meiner persönlichen Meinung nach ist der erste Avengers-Film eines der besten Kinoerlebnisse, die ich jemals im Kino hatte. Natürlich sind die absolut in Richtung Kapitalismus. Die Leute müssen kaufen, 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 kaufen. Das hat aber für uns den Vorteil, da es ja einigermaßen orientiert in Richtung Gewinn ist, bei einem riesigen Franchise, dass du relativ viele Freiheiten hast und vor allen Dingen, dass dieses Franchise relativ lange und kontinuierlich am Leben erhalten wird. Dieses Gefühl war 2012 auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Star Wars Rebels, The Clone Wars, die ersten Sequels, die haben das dann so ein bisschen getrübt, muss man sagen. Ich persönlich fand den Solo-Film dann auch nicht so schön. Mit Rogue One haben sie alles wieder rausgerissen. Also war es so ein Auf und Ab. Und mittlerweile sage ich mir, ich bin eigentlich froh, dass Disney das getan hat. Denn sie haben mittlerweile anscheinend erkannt, was die Fans wollen, haben die richtigen Leute dahinter. Ich glaube, es war langfristig eine gute Entscheidung. Und ich glaube, nur mit Lucasfilm, ohne Disney, hätten wir heute nicht diese Masse an mittlerweile echt gutem Content, die da ist. Also das erste Gefühl war damals ein, ist auf lange Sicht gar nicht so schlecht und im Endeffekt hat sich das auch für mich persönlich auf jeden Fall als wahr herausgestellt. Sonst gäbe es wahrscheinlich auch diesen Kanal gar nicht, von daher, hey, here we go. Walzko fragt mich, was ist deiner Meinung nach das beste Star Wars Zitat? Hello there. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Der liebe Lipper fragt mich als nächstes, Buddy, meinst du, dass diese alte Thrawn-Trilogie irgendwann nochmal in irgendeiner Art und Weise adaptiert wird? Für die Leute, die irgendwo hinterm Mond von Yavin gelebt haben, die alte, legendäre Legends-Thrawn-Trilogie ist mit einer der besten Sachen, wenn nicht die beste Sache, die im Legends überhaupt irgendwo implementiert wurde. Und auch da so unglaublich fest in den Hinterköpfen der Leute verankert ist, was auch darauf hinausgelaufen ist, dass Thrawn in Rebels zum Beispiel so eine prägnante Rolle irgendwann gespielt hat. Oder aber jetzt halt wieder eingeführt wird in die Serien. Ich habe lustigerweise die alte Thrawn-Trilogie jetzt auf dem Weg zu einem, kann es noch nicht sagen, gehört mit meinem Bruder im Auto 2 Stunden lang. Und mir ist ganz, ganz viel aufgefallen, wo ich mir gesagt habe, das sind ganz kleine Sachen wie den Mount Tantis, wie Wayland, wie die Erwähnung halt nach dem Imperium, wer hat denn eigentlich momentan vom Rest Imperium das ganze Kommando übernommen, zu Zeiten von Mando, die irgendwo total alle darauf hindeuten, dass diese alte Thrawn-Trilogie auf eine gewisse Art und Weise doch nochmal in den Kanon implementiert wird. Das große Problem, was mir aber auch beim Hören aufgefallen ist, dass A, Jahreszahlen nicht stimmen, dass B, Reihenfolgen nicht stimmen, wie zum Beispiel, wann wurde Wayland denn eigentlich jetzt vom Imperium in Anspruch genommen, wann kam Thrawn dahin. Also wenn man das machen müsste oder sollte, dann müsste man irgendwo drum herum arbeiten. Die Frage ist natürlich auch, Sabayoff hat damals eine riesengroße Rolle gespielt, die Katana-Flotte. Wie schaffst du eine Mara Jade wieder in den Kanon, ohne dass das mit den Sequels irgendwo kollidiert? Also das sind so riesige Berge an Content, die in Jahren erstmal in den Kanon reingebracht werden müssen, um auf diese alte Thrawn-Trilogie irgendwo hinauszuarbeiten. Ich glaube, auf irgendeine gewisse Art und Weise wird man sich sehr, sehr viel kreativen Input holen von dieser alten Thrawn-Trilogie. Wir Fans würden es feiern, aber wir sollten nicht damit rechnen, dass es 1:1 umgesetzt wird. Und da bin ich mir aber eigentlich relativ sicher, dass es darauf mittlerweile hinausläuft. Also ja, ich glaube auf irgendeine Art und Weise schon. Passende Frage davon von RapJKA, der fragt mich nämlich, sollte die Jedi Knight Serie, also Dark Forces, Jedi Knight, Jedi Academy, irgendwo in den Kanon kommen oder wieder aufgegriffen werden? Und auch da ist immer ein fettes Ja. Ist ein fettes Ja. Das ist meine Kindheit an Videospielen, wo ich mir gedacht habe, Cal Katan ist der geilste Typ jenseits des Outer Rims. Den will ich auf jeden Fall im Kanon sehen, solange das am Ende des Tages irgendwo stimmig ist und
ja, auch irgendwo mich persönlich zufrieden macht. Das ist es ja, ne? Wir wollen ja zufrieden sein mit dem Franchise, welches wir lieben. Johannes Reg fragt, wie fändest du eine Star Wars Miniserie, so eine Art Doku-Format, in der man halt die einzelnen Planeten besser kennenlernen würde? Also Natur, Tiere, Bewohner und so weiter. Und ich muss sagen, das hat man ja versucht, auf Disney Plus irgendwo zu machen. Ich glaube mal einfach, um zu schauen, wie kommt das Ganze an. Das waren aber im Endeffekt einfach nur Fahrten über verschiedene Planeten oder in Raumschiffen oder um Raumschiffe drumherum. So wirklich beeindruckend fand ich das persönlich aber erstmal nicht. Also da ist unglaublich viel Potenzial drin. Ich glaube, das ist aber tatsächlich etwas, was man mit viel Aufwand auch von dem einen oder anderen YouTuber irgendwo erwarten könnte. Muss da aber auch sagen, das nimmt natürlich enorm viel Zeit irgendwo in Anspruch, das irgendwo auch richtig zu machen. Aber ich fände die Idee dahinter sehr interessant. Ich weiß noch nicht, wie groß die Zielgruppe ist, die es anspricht. Hardcore-Fans, ja. Der 0815-Kinozuschauer, den der Großteil dieser Fans ausmacht, ich weiß nicht, ob die sich das anschauen würden. Und das ist halt wichtig, dass das irgendwo noch profitabel ist und da Gewinn rausbringt. Sonst wird es keine Firma der Welt anfassen. Verständlicherweise, da kann man denen nicht mal einen Strick draus drehen. Tayang Gökdal fragt mich, lebst du eigentlich von YouTube? Ich meine, du hast nicht die größte Zuschauerschaft. Und wenn nicht, von was lebst du dann? Also, wenn man das fragen darf. Erstmal, natürlich dürft ihr fragen. Und das ist auch etwas, worüber ich eigentlich immer sehr, sehr gerne rede, weil ich oftmals gesagt bekomme, die Qualität ist für so wenig Abonnenten unglaublich geil. Der Kanal ist jetzt 10 Monate alt, glaube ich, so ungefähr. Wie schaffst du das eigentlich, da so eine Qualität mit so einem Equipment und so weiter nach vorne zu tragen? Die Antwort ist relativ simpel. Der Kanal ist neu, ich bin aber auf Social Media nicht neu. Also ich bin schon seit 2016 selbstständig, habe seit 2014 damals mit YouTube angefangen. Das wurde nie in die 100.000er oder sowas groß, aber ich bin relativ schnell in den E-Sport gerutscht. Also elektronisches Competitive Gaming. Und habe da ganz, ganz viel gemacht. Events besucht, kommentiert, stand in riesigen Hallen auf den Gamescom schon auf den Bühnen. Also das, was ihr hier gerade seht, das ist nicht der Anfang von mir, sondern eher so das Resultat aus Jahren an sehr viel Engagement, glaube ich, wenn man das mal so sagen darf. Und vor allen Dingen auch Spaß an der ganzen Sache. Und mit dem Star Wars-Kanal habe ich mich versucht, einfach irgendwo weiterzuentwickeln und was Neues zu machen und das Hobby oder die Faszination, die mich immer gegriffen hat, schon als kleines Kind, irgendwo auch da rein zu packen, dass ich es mit euch teilen kann. Und ich hoffe, wenn ihr das guckt, glaube ich es, dass das auch irgendwo so ein bisschen funktioniert hat. Da ist auch die nächste Frage vielleicht auch ganz interessant für euch, denn da wird gefragt von Mr. Monk, wirst du auf der Comic-Con 2021 in Stuttgart sein? Direkte Antwort auf die Frage, nein, aber ich bin auf unglaublich vielen Events zugegen. Die haben meistens was mit Gaming zu tun. Momentan bin ich für Agents Range Valorant Caster, da bin ich fest angestellt. Also dementsprechend damit verdiene ich wirklich auch mein Geld. Da ist mein Festgehalt quasi her für Freaks 4U Gaming. Die kennt ihr vielleicht von Summoners Inn, 99 Damage. Die Gamevasion haben wir jetzt mit den Rocket Beans gemacht. Also nicht ich, sondern da sind über 200 Leute in dieser Firma. Einige vor der Kamera, ganz, ganz viele hinter der Kamera, die Produktion leiten, die jetzt zwar nichts beim YouTube-Kanal helfen, aber die halt sehr, sehr viel auch das beeinflussen, was ich mache, wie ihr zum Beispiel das öfter auch bei meinem Bruder gesehen habt, der auch mal den Videos dabei war und uns mal hier in einem anderen Video, was ich euch oben verlinkt habe, mal erklärt hat, wie funktioniert denn eigentlich so Film machen eigentlich, weil der sich damit wesentlich besser auskennt, zum Beispiel als ich oder wahrscheinlich in dem Moment ihr. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr gleich Zeit habt. Das sind einfach Erfahrungswerte, die dann hier in den Kanal mit reinspielen, die mich auf die Events tragen. Und solltet ihr mich irgendwann auf den Events sehen, dann gerne tippt mich mal an oder sagt Moin, Buddy! Und dann drehe ich mich um und sage Moin, XY, was geht ab? Lass uns mal unterhalten über Star Wars oder die Welt, wenn ich Zeit habe. Kann sein, dass ich manchmal von A nach B am Laufen bin, weil ich irgendwo Termine habe oder sowas. Aber overall freue ich mich wirklich über jeden, der mich anspricht, wenn ich nicht gerade im Kopf in irgendeinem Projekt gerade stecke. Dann bitte nicht böse sein. An denjenigen, der mich am Wochenende erkannt hat. Grüße gehen raus, falls du das hier schaust. Sorry, dass ich da so gerade voll in meinem eigenen Film war und was machen musste. In diesem Sinne hoffe ich, das ganze Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann auch gerne natürlich Daumen nach oben, um mir das zu zeigen. Und wenn ihr neu hier seid und euch das ja gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne natürlich auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Oder ihr seid hier schon des Öfteren und kriegt das immer wieder vorgeschlagen und sagt euch, jetzt ist der Zeitpunkt, um zu abonnieren. Denn bei 20.000, und das sage ich nochmal, kommt ein sehr, sehr geiles Special raus. Kommen so viele geile Videos in nächster Zeit raus. Lohnt sich. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.